So, jetzt gibt es meinen Pre-Workout-Shake, weil wir jetzt gleich ins Training fahren, nämlich ins Brusttraining. Da nehme ich jetzt immer davor eine Portion von den EAs, also 15 Gramm, dann eine Portion vom Epic Pump und nochmal zwei Kapseln Hellburner und 40 Gramm von Glucofast. Hier ganz klar mein Lieblingsgeschmack, White Tea Peach, ist auch einer von den neuen Geschmacksrichtungen jetzt, kann ich auch nur empfehlen. Wir sind jetzt angekommen im Medicoach und heute drehen wir hier für euch das Brusttrainingsvideo. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Video schon durch meine vorherigen Instagram- und Facebook-Videos und natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal, weil das ist hier das Studio, wo ich eigentlich meine ganzen Filmarbeiten mache. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mit dem Brusttraining los. So, jetzt haben wir hier die drei Supersätze durch. Na, also wie gesagt, wir haben drei Supersätze gemacht, sprich zwei Übungen kombiniert. Und das war jetzt das Bauchkram für vor dem Training. Das gleiche gibt es nochmal nach dem Training. Jetzt fangen wir mit dem Brusttraining an. So, jetzt kommen wir zum ersten Arbeitssatz, also unsere erste Brustübung hier, Flachbankdrücken, ganz klassisch. Wir haben uns jetzt erst ein bisschen aufgewärmt, ein paar Aufwärmsätze gemacht, das mache ich auch mal nach Gefühl. Und jetzt über 140 Kilo ungefähr geht der erste Arbeitssatz los. Gucken wir mal, was da noch so geht. Wir sind jetzt hier bei der ersten Übung, wie gesagt, gerade schon ein bisschen warm gemacht und ich mache immer so pro Übung 3 bis 4 Arbeitssätze. Das ist halt auch immer sehr individuell und vor allem unterschiedlich, je nach Tagesform, ne? Mal 3, mal 4, aber auch mal 5 ab und zu. Wiederholungsbereich ist eigentlich von 6 bis 15 alles dabei. Jetzt sind wir im letzten Arbeitssatz, 4. Arbeitssatz ist das jetzt. Zurzeit sind jetzt 170 Kilo drauf. Gucken wir mal, was noch geht. So 8, also 6 Stück müssen eigentlich drin sein. Hoffen wir es mal. Ja. So, jetzt haben wir die erste Übung rum. Die erste Übung, wie ich gerade schon gesagt habe, die mache ich einfach wirklich möglichst schwer. Das war auch so die einzige Übung, wo ich einfach gucke, dass ich so viel wie möglich an Gewicht bewege. Jetzt kommt zur zweiten Übung, nämlich das ist Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Und da achte ich dann schon so ein bisschen mehr aufs Feeling, also aufs Muskelgefühl. Mache das Ganze auch ein bisschen kontrollierter, hat auch nicht mehr ganz so viel Gewicht. Ne? Wie gesagt, das mache ich nur bei der ersten Übung. Das Ganze wird jetzt alles ein bisschen kontrollierter und konzentrierter ablaufen als beim Flachbankdrücken, genau. Aber auch hier gleich ist es im Prinzip 3 bis 4 Arbeitssätze wieder, Wiederholungsbereich. Ja, diesmal ein bisschen höher, so 10 bis 15.
So, jetzt sind wir hier bei der dritten Übung. Der letzte Arbeitssatz, und zwar der vierte. Kurz an die Überzüge. Auch hier nehme ich nicht mehr allzu viel Gewicht. Hier gucke ich nur gerade so ein gutes Mittelding, dass ich den Muskel gut spüre. Was mir hierbei ganz wichtig ist, ist halt die Dehnung, dass ich die Dehnung mitnehme. Und wie ihr wahrscheinlich schon am Ende jedes Satzes gesehen habt, lasse ich das unten immer, also die Hantel immer ein bisschen hängen in der Dehnung, dass ich quasi den ganzen Schulter- und Brustkorbbereich gedehnt habe. Das mache ich quasi hier bei der Übung nach jedem Satz. Das heißt, gerade so im Brust- und Schultertraining dehne ich den Muskel eigentlich zwischen den Sätzen ganz gerne. Ja, dann brauche ich das nicht mehr am Ende oder davor machen. Ich mache es dann halt gerne in den Pausensätzen, dann habe ich das schon mal direkt weg. Und es fühlt sich wesentlich besser an, weil umso mobiler ihr seid, ist natürlich auch gegen Verletzungen ganz gut, ne? Oder um Verletzungen halt vorzubeugen oder erst gar keine zu bekommen. Und ich habe da ganz gutes Gefühl drin, weil ihr merkt, wenn ihr generell mobiler seid und ihr werdet euch im Alltag auch wohler fühlen. Was ich aber auch noch merke, der Pump ist viel, viel besser dadurch, ne? Das heißt, man kommt viel, viel mehr Volumen rein. So geht es aber bei jedem Muskel, ne? Ob es jetzt bei Beinen ist, ich dehne halt jeden Muskel dementsprechend immer. Das heißt, ich dehne immer das, was ich halt auch trainiere, ne? Wie heute dann, bei Brust ist halt auch mal viel Schulter mit dabei, deswegen dehne ich immer den Brust- und Schulterbereich gleich mit. Und bei Beinen dehne ich dann halt die Beine ganz klar, ne? Also den Muskel, den ich trainiere, den dehne ich dann auch immer. Wie schon gesagt, in der Regel halt immer zwischen den Sätzen habe ich das Ganze schon abgehakt und fühle mich dadurch auch wesentlich wohler im Training. Ja. Vorletzte Übung waren das nur kurz drei Sätze. Gucken, was da so ging. Ungefähr 10 Wiederholungen waren jetzt drin. Ja, die mache ich auch ein bisschen mehr für den Stretch, um, wie gesagt, noch ein bisschen die Brust zu dehnen und die untere Brust halt zu treffen. Nehme ich aber nicht immer mit rein. Also es ist jetzt keine Übung, die immer bei mir mit drin ist. Wenn ich es dann mit reinnehme, dann eher meistens zum Schluss. Damit ich halt kein Zusatzgewicht mehr verwenden muss, sondern dann wirklich nur die Dips mit eigenem Körpergewicht mache. Das reicht dann am Ende meistens aus, weil eh nicht mehr genug Kraft da ist. Genau, man jetzt wie gesagt hier drei Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. Viel mehr ging jetzt auch nicht mehr. Und jetzt gehen wir zur letzten Übung über, fliegen da am Turm, um ein bisschen auszupumpen. Auch da machen wir jetzt kein allzu schweres Gewicht mehr, sondern wirklich mehr ein bisschen nach dem Muskelgefühl. So, das war jetzt hier die letzte Übung. Die haben wir fliegen am Turm gemacht, wie gerade schon gesagt. 4 Arbeitssätze, Wiederholungsbereich ein bisschen höher, also eher so zwischen 10 und 20. Einfach nur für den Pump, ein bisschen auspumpen, also nichts Gravierendes mehr. Jetzt kommen wir noch zur letzten Übung, wie ich schon erwähnt hatte, wieder Bauch, 3 Supersätze, das gleiche Spiel wie am Anfang. Und dann sind wir durch mit der Geschichte, dann gibt es endlich den Post-Workout-Shake. Und das war's. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, schaltet weiterhin fleißig ein, kommentiert. Egal, wenn ihr Kritik habt, haut alles raus, was auch immer. Bis dahin, euer Kevin. We'll be right back.
hier einmal meine Kohlenhydrate jetzt nach dem Training. Die Superbanane schlechthin. 50 Gramm Weingummis. Und hier dann die Eiweißsachen. Und zwar 50 Gramm Whey Selection. Dieses Mango Melon jetzt. Ne, ziemlich fruchtiger Geschmack. Was habe ich noch da drin? 10 Gramm Glutamin und 5 Gramm Creapur. Ja, das war's.